Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Romina Dümmler. Ich bin die Kuratorin der Ausstellung Hier und Jetzt im Museum Ludwig, Dynamische Räume. Ja, und ich freue mich heute, die Ausstellung etwas näher zu bringen für den Kunstfreunde-Salon. Die Ausstellung ist Teil der Reihe Hier und Jetzt im Museum Ludwig, ein Format, in dem wir schon seit mittlerweile 6 Ausgaben die Museumsausstellung hinterfragen und erweitern. Und in diesem Fall von Dynamische Räume erfolgt dies in der engen Zusammenarbeit mit der Plattform Contemporary End. Und Contemporary End, der Ausgangspunkt der Ausstellung ist eigentlich die Selbstbeschreibung von Contemporary End, die ich sehr, sehr schön finde. Denn Contemporary End beschreibt sich als einen dynamischen Ort, an dem aus afrikanischen und afrodiasporischen Perspektiven zeitgenössische Kunst reflektiert und vernetzt wird. Und das ist ein sehr zentraler Gedanke in der Ausstellung und wir bringen eigentlich die Aktivitäten von Contemporary End hier ins Museum. Zum Beispiel haben wir alle Printausgaben des seit 2014 erscheinenden Magazins hier in den Räumen. Man kann sich auch Ausgaben mitnehmen und somit die Inhalte kennenlernen. Wir haben aber auch 2 Videoarbeiten mit in die Räume genommen, einmal von The Nest Collective und von Kass zusammen mit Bukhani Nendebele, die für die digitale Videoplattform von Contemporary End produziert wurden und jetzt eben hier präsentiert werden. Ja, neben den zahlreichen Online-Aktivitäten, die ganz wichtig sind für Contemporary End, eben weil sie dann auch international gelesen werden können, tagesaktuell ihre Informationen, Interviews und so weiter präsentieren, sind auch Offline-Projekte sehr wichtig, also wirklich physische Begegnungsräume. Und ein Projekt davon bildet sozusagen den Mittelpunkt dieser Ausstellung und das ist das CN Center of Unfinished Business. Das CN Center of Unfinished Business ist im Wesentlichen ein Leseraum, in dem die Besucherinnen und Besucher ganz aktiv teilnehmen können. Sie können natürlich lesen, sie können in den Büchern blättern, auch deren Anordnung, die erstmal von den Chefredakteurinnen Julia Große und Yvette Mutumba festgelegt wurde, aber auch ganz explizit eben verändert werden soll, dynamisch werden soll. Die Besucherinnen können Textstellen, die sie inspirieren, die wichtig für sie sind, kopieren und mit nach Hause nehmen. Und das finde ich besonders schön, sie können Kommentare in der Ausstellung hinterlassen. Überall kleine Zettelchen, Post-its, auf denen dann Meinungen, was fehlt, was könnte noch in der Ausstellung sein, hinterlassen werden können und somit auch für die nachfolgenden Besucherinnen auffindbar sind. Inhaltlich ausgerichtet ist das Center of Unfinished Business auf die Schwerpunktthemen von Contemporary End. Das heißt, es wird afrikanische und afrodiasporische Kulturproduktion vorgestellt. Es geht aber auch ganz unvermeidlich um Spuren des Kolonialismus, die sich in den zahlreichen Publikationen immer wieder thematisiert findet. Jetzt gar nicht mal im Sinne von Sekundärliteratur, sondern wirklich in ganz verschiedenen Bereichen von Ökonomie bis Mode. Und letztendlich zeigt der Buchbestand, der aus ganz diversen Quellen herkommt. Es gibt Bücher von Contemporary End selbst, es gibt aber auch Bücher von Each One Teach One, einem Empowerment-Verein aus Berlin. Und im Dialog mit dem Standort hier in Köln aus der Kunst- und Museumsbibliothek. Diese ganzen Bücher, insgesamt über 300 an der Zahl, thematisieren natürlich auch die westlich zentrierte Kunstgeschichte, indem sie nämlich solche Inhalte reinbringen, die sonst eher weniger sichtbar sind, die vielleicht unter den Tisch fallen, unberechtigterweise. Ja, über diesen Leseraum hinaus war es mir auch noch wichtig, eben über die textuellen Zugänge hinaus, visuelle Zugänge zu diesen Themen in der Ausstellung zu haben, weswegen auch noch 2 weitere künstlerische Positionen hier vertreten sind. Zum einen Nikiruka Opara, die uns mit einer tollen Videoarbeit und Installation mit dem Titel Soon in ein selbstimaginiertes Universum mitnimmt. Und wir haben insgesamt 4 Arbeiten von Frida Opabo, auf die ich jetzt gerne noch ein bisschen näher eingehen würde. Man kann ja nicht alles vorstellen. Und ich finde, Frida Opabo ist ein ganz herausragendes Beispiel für eine afrodiasporische Perspektive auf Konstruktionen, auf konstruierte Bilder, wie sie aus der Kunstgeschichte, aber auch der Popkultur und letztendlich aus dem Kolonialismus heraus immer noch sichtbar gehalten werden. Und Frida Opabo setzt an die Stelle dieser konstruierten Bilder neue, selbstbewusste, widerständige Bilder, indem sie eben dekonstruiert, indem sie mit Hilfe von Collage-Techniken neue Bilder schafft. Und
Wenn ich aber Collageverfahren sage, dann meine ich auch solche Verfahren wie die Isolierung, das Herausnehmen von einzelnen Bildern aus einer Bilderflut des Internets. Und ein solches Beispiel sehen Sie hinter mir, eine Arbeit aus dem Jahr 2019, Untitled. Und wenn man sich diese Arbeit ansieht, dann glaube ich, fällt einem zuerst auf, dass es sich um 4 gleich große Bildtafeln handelt, die durch diese formale Ähnlichkeit erstmal einladen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufiltern. Und ganz klar, die Unterschiede liegen darin, dass es 2 schwarz-weiße Bilder gibt, dass es aber 2 Bilder gibt, die Farbfotografien sind. Wenn man wiederum auf die Gemeinsamkeiten eingeht, auch das springt eigentlich relativ schnell ins Auge, dann sieht man, dass alle 4 Bilder auf einen Mund fokussieren, also wirklich sehr eng auch fokussieren. Wir sehen eigentlich fast nichts von dem Gesicht der dahinterliegenden Person, vielleicht mal einen Nasenansatz, sondern es geht ganz klar um diese Münder. Und alle diese Münder sind in einer Art und Weise geöffnet und tun etwas, drücken etwas aus. Und mir geht es so, mir fiel es gar nicht leicht zu benennen, was denn diese Münder eigentlich tun. Das ist gar nicht so leicht zu benennen. Also ich würde sagen, der obere Mund ist leicht geöffnet, vielleicht ist er gerade im Sprechen aufgenommen worden. Dann gibt es einen Mund, der ganz klar die Zunge herausstreckt, aber auch einen Mund, der etwas in den Mund einführt, wahrscheinlich ein Finger. Und oben rechts sehen Sie noch einen Mund, der geöffnet ist, der wirklich den Blick freigibt in das Innere des Mundes. Und genauso schwierig oder eben nicht leicht ist es zu benennen, was denn diese Münder ausdrücken. Also ich kann da jetzt aus meiner persönlichen Perspektive sprechen. Für mich ist der geöffnete Mund zum Beispiel, könnte schreien, und das ist für mich verbunden mit Angst, Schmerz, aber auch mit Unmut, Aufbegehren. Ja, die Mimik des Zungenherausstreckens ist ebenso ambivalent eigentlich. Also ich verbinde das Zungenherausstrecken mit Ekel, mit einem Ekelgefühl. Genauso ist es eine Distanzierung, vielleicht eine Person von sich abhalten. Und genauso gut kommen mir Bilder in den Kopf wie eine freche Geste eigentlich, wie à la Albert Einstein oder Rolling Stones. Also auch da gibt es eine ganze Palette von Deutung, die man herantragen kann. Und dass es eben nicht so einfach ist, dass es eben so ambivalent ist, das ist auch bewusst so von der Künstlerin anvisiert. Gerade in dieser Ambivalenz liegt etwas, was ganz viel Kraft hat, nämlich das, dass es die Bilder eigentlich den Blick auf uns als Betrachterinnen zurückwerfen, dass sie uns befragen eigentlich und befragen, was siehst du, welche Vorstellung trägst du an mich heran? Und das wiederum sagt ganz viel über den Blick aus, den wir auf manche Bilder haben, auf die kulturelle Prägung dieses Blicks, der auch sehr gewaltvoll sein kann, gerade in Bezug auf schwarze Körper, die immer ein Thema sind von Frida Oropabo. Und sie weist uns darauf hin. Und deshalb würde ich sagen, sagen diese Bilder eigentlich mehr über die Betrachterinnen und Betrachter aus, als vielleicht über die Motive selbst. Letztendlich finde ich diese Münder auch sehr schön im Zusammenhang mit dem Center of Unfinished Business, denn man könnte ja an beide Arbeiten den Überbegriff Sprache herantragen. Der Mund, die Mundhöhle zusammen mit der Zunge ist ja das, was uns überhaupt erst befähigt zu sprechen, Worte zu formen. Und man kann sich vorstellen vielleicht, dass diese Münder auch ganz selbstbewusste Worte sprechen können, sprechen. Und genauso viele Worte finden Sie auch im Leseraum des Center of Unfinished Business. Ja, zuletzt möchte ich eigentlich nochmal auf die formale Gestaltung zurückkommen, denn Frida Oropabos Arbeiten kann man nie ohne die kulturelle Prägung des eigenen Blicks oder auch der Motive lesen. Aber ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, wie sie ganz gezielt mit den formalen Aufbau ihrer Arbeiten spielt. Und ich möchte bei diesen Bildern nochmal darauf hinweisen, dass man ja sehen kann, dass das keine ganz sorgfältig komponierten Arbeiten sind, dass das kein gekonntes fotografisches Verfahren ist, sondern diese Bilder zeigen eine starke Verpixelung, sie zeigen Moiré-Effekte, das heißt eine Rasterung von Schwarz und Weiß, sodass die Motive eigentlich auch eher verunklart werden. Und das entsteht eben dadurch, dass sie teilweise von Handyscreens nochmal abfotografiert oder eben die Bilder so groß sieht, auch von Filmausschnitten, dass diese Effekte
auftreten. Und das wiederum weist auf ein ganz wichtiges, auf eine ganz wichtige Praxis hin, nämlich Frida Oropabo bezieht alle ihre Bilder aus der Bilderflut des Internets und hat dann eben einen Fundus, den sie zunächst einmal, das sind ihre Anfänge, auf der Social Media Plattform Instagram veröffentlicht hat, unter anderem auch Familienfotos, aber wirklich alle Bilder, die sie herausfiltert hat, die sie interessiert. Und ich finde auch gerade diese Relation zwischen digitalen Bildern und analoger Präsentationsweise ist wirklich etwas nochmal ganz Besonderes und zieht sich auch in anderen Arbeiten durch die Ausstellung. Das heißt, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, man kann ganz viel Neues entdecken noch, mehr als ich gesagt habe, und es lohnt sich wirklich auch vor Ort einen Blick auf die Werke zu werfen, und ich kann Sie ganz herzlich einladen, noch bis zum 30. August hier ins Museum Ludwig zu kommen und hier und jetzt dynamische Räume anzusehen.